Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play AVA. Epic gehen und jetzt kommt das Intro. So, da sind wir wieder. Es gab am 31.07. ein Update, der einiges Neues gebracht hat, und das will ich euch nun in dieser Folge zeigen. Es ist etwas spät, aber ich zeig's euch jetzt. Das erste neue Feature, die tägliche Belohnung. Man bekommt jeden Tag irgendeine Belohnung, und ja, heute habe ich Arms Upgrade bekommen. Wenn man mehrmals hintereinander einloggt, bekommt man halt bessere Belohnung. Jackpot ist diese Pistole hier. Und jetzt das zweite neue Feature. Man kann sich aussuchen, für welche Missionen, also Spielmodi, man tägliche Missionen bekommt. Und da ich euch die neue Demolition Maps zeigen werde, wähle ich auch jetzt heute Demolition. So, meine Aufgaben. Ich muss insgesamt 90 Minuten Demo spielen. 9 Spiele komplett durchspielen. Ich muss fünfmal, mein Team oder ich muss fünfmal das C4 diffusen, 3 Spiele gewinnen und 15 Gegner töten. Na, das ist doch einfach. Okay, was hat das Update noch mitgebracht? Es gibt unter anderem im Capsule Shop diese Box hier, Queens of Liberty. Und man kann hier drin bekommen eine sehr überpowerte Sniper, eine gute Shotgun. Achso, nein, das ist keine Shotgun, das ist eine Rifle, eine Shotgun oder eine Sniper. Entweder zeitlich oder permanent. Glückssache. Was es noch neu gibt in den Updates, sind ein paar Waffen. Ich zeige es euch mal kurz, dafür muss ich in Channel rein. Ups, was mache ich denn da? Ja, zum Beispiel gibt es für Red Tickets eine neue Waffe, die XCR Ignis. Ich weiß nicht, wie die ist, also keine Ahnung. Dann gibt es für Blue Tickets eine neue Sniper, die M24 Fleur de Lys oder Lys. Ja, ich glaube, das ist ein L. Ich denke mal, die ist gut, weil ich wurde schon gut oft damit gekillt, und die Original M24, die war schon richtig nice zum Spielen, aber das Problem war damit, dass sie nur selten mit einem Schuss gekillt hat, was bei der hier nicht so ist. Das heißt, so wie ich 200 Blue Tickets habe, werde ich sie mir auf jeden Fall kaufen. Oh, das war's mit den neuen Waffen. Dann gehen wir mal kurz ins Inventar und rüsten. Achso, ist automatisch ausgerüstet. Arms Upgrade. Oh, läuft. Reload Speed ist erhöht. Ja, das ist doch mal nice. Außerdem habe ich ein paar Schuss mehr. Okay, der Spaß braucht einen Clan, dann lade ich ihn mal. Oh, er ist nicht mehr in der Lobby, kann ich ihn nicht einladen. Da will man einmal nett sein. Einmal will man nett sein und dann geht er weg. Okay, Pech gehabt. Ich zeige euch diese Folge die neue Map Factory. Hier ist gleich mal ein toller Raum und wir sehen uns dann gleich in-game wieder. Bis gleich. So, wir sind in-game. Es hat noch etwas gedauert für mich, aber ist ja egal. Ich habe eh einen Cut gehabt, weil die plötzlich die Map geändert hatten. Was für Arschlöcher. Der Typ hier hat übrigens gerade die neue M24, von der ich eben im Shop gesprochen habe, die ich auch haben will. Also gucken wir ihn gleich mal zu. Ich hasse dieses Knackgeräusch, Alter. Ich erschrecke mich jedes Mal. Das war blöd.
Oh, komm. Ah, nice try, Bruder, nice try. Das ist so laut in meinen Ohren gerade. Guck mal, die haben auch endlich mit dem Update hinbekommen, dass mein Punkt in der Mitte grün ist. Wie sich's gehört. Bei der Waffe läuft. Och Mann, ich hab doch zuerst geschossen, du Arschloch. Das war scheiße. Fängt wieder toll an. Ich bin mir nicht sicher warum, aber irgendwie. Moment. Irgendwie habe ich eine höhere FPS. Neuerdings beim Aufnehmen. Ich habe keine Ahnung warum, aber. YOLO, gefällt mir. Oh, jetzt stirbt er einfach nicht. Lol, hätte klappen können. Oh mein Gott. Ich wusste doch, dass von da einer kommt. Der ist scheinbar gestorben. Nice. Ja, das hat die neue Maps auch erst mit dem Update gekommen. Komm raus, du. Okay. Aber wo? Okay. Nice one. Ich hab einen halben Punkt. Läuft bei mir. Läuft Todes bei mir. Halt Spawn, geh aus dem Weg. Ach man, wieso stirbt er denn nicht? Ich hab ihn getroffen. Lol. Sorry, dass ich meistens, wenn ich tot bin, nicht rede. Das ist eine Angewohnheit, weil wenn ich mit Typen aus meinem Clan im TS spiele, dann haben wir die Regel, wenn man tot ist, dann sollte man nicht mehr so viel reden, nur wenn es mal Notfall ist, jemand hinter ihnen ist oder sowas. Und deshalb. Oh, nice Shot, aber Noob-Waffe. Ja, jetzt nimmt er meine Sniper, läuft bei ihnen. Und deshalb bin ich halt meistens leise, wenn ich tot bin. Autsch. Sehe viel ganz hinten. Friendly troops eliminated. Operation failure. Return to main base. So, ich spiele mal nicht Sniper, sondern mit meiner Cabrio. Ich finde die Waffe ganz hübsch. Lol, ich hab. Achso, er wurde vorher angehittet. Deadshot, Bro. Läuft. Ach, da ist gar keiner. Ja, das ist meine richtig üble Situation, aber ich glaube, wurde gelöst. Nice. Ich bleibe noch hier. Ups. Das wollte ich sagen. Set the charge. Charge set. Enemy troops eliminated. Ach so, wenn sie viel gesetzt wird, geht das Teil hier auf. Jetzt habe ich es verstanden. Ich habe mich gewundert, warum es manchmal auf und manchmal zu ist. Manchmal auf und manchmal zu ist. Oh.
Wow, 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 ganz ruhig, Jungs. Oh, oh, hinter mir. Ups, der ist schon drin. Ach, fuck, Mann. Naja, ich habe zur Abwechslung meinen positiven Score. Läuft ja richtig heute. Auch wenn die Hälfte KS war, YOLO. Autsch, der ist tot. Der versucht ja nicht mal zu schießen. Nice shot. Warum werfst du eine Rauchgranate hin? Was ist das für ein Arschloch, ey, ganz ehrlich. Da hilft nur Prefiren. Okay, es scheint wohl hier hinzugehen. Ja, ihr dürft jetzt auch gerne kommen. Dann nicht. Okay, okay, okay. Komm her, du Missgeburt. Komm, Epic Pistol. Oh, du Hund. Du verdammter Hund. Ich wollte mir Pistol killen. Ich habe mich schon so auf mein Pistol kill gefreut und dann kommt dieser Hund. Ich glaube, das war ja gar nicht YOLO. Und nimmt mir den Kill weg. Einfach ein bisschen reinballern. Wow, da kommen sie. Oh, der ist schon tot, aber kommt bestimmt noch einer. Ist eins gesichert hier oben mit Sniper. Hm. Ich natürlich wieder voll hinten. Während das ganze Team vorne losballert. Ja, die Aufnahme ist komischerweise mittendrin abgebrochen. Dafür entschuldige ich mich erstmal und ja, das war jetzt ein bisschen scheiße gelaufen. Aber dann sage ich mal jetzt erstmal, das war's für diese Folge. Haut rein, Leute, jetzt kommt die Endkarten.